Am Stadtrand von Teheran liegt das Evin-Gefängnis, Zentrum der juristischen Maßnahmen eines aus den Fugen geratenen Mullah-Regimes. Seit 1982, als diese Bilder gedreht wurden, hat sich wenig geändert. Nach wie vor werden Oppositionelle, Andersgläubige und Atheisten verschleppt, gefoltert, willkürlich hingerichtet. Wer im Gefängnis überlebt, vergisst nicht. Fast alle der Gefolterten und Hingerichteten sind Intellektuelle. Sie sind für Khomeini die größte Bedrohung. Von ihnen befürchtet er den Umsturz. از سازمان منافقین و بعدم مارکسیست هایی که با نظام جمهوری اسلامی جنگ مسلحانه میکنن. اما من نکته اینجا باید بگم، بلخص در این جرایم ضد انقلابی خوشبختانه انگیزه ای برای وکلا وجود نداره که از این آقایون بیان دفاع بکنن، چون بالاخره یه مقدار باید اعتقاد داشته باشه به حرکت مسلحانه علیه نظام تا وکالت از یک متهمی رو به عهده بگیره که بیاد ازش دفاع بکنه. Nach sechs Jahren Haft wurde auch dieser Mann hingerichtet, obwohl nur eine Freiheitsstrafe absitzen musste. War Pilot beim iranischen Militär. Zwei Jahre flog für Khomeini. Wollte nicht weglaufen. Meinte, warum soll ich weglaufen, Bob? Ich habe doch nichts getan. Also ist er geblieben. Dann drei Tage später sind die nach 2 Uhr gekommen, ne? Und da hat erstmal ein Pilot, meine Mutter hat die Tür aufgemacht, der hat gesagt, ja, also da ist ein Flug, der muss jetzt kommen. Als er rausgehen wollte, ne? Da haben sich ein paar von den rumänischen Leuten versteckt, ne? Die sind einfach mal rausgekommen mit Waffen und so, ne? Haben ihn mitgenommen. Und das war alles. Im Juni 1988 wurde hingerichtet. Erst kurz vor Weihnachten erfuhr die Familie davon. Sie wurden hingerichtet, mit oder ohne Prozess. Evin, das Teheraner Gefängnis, gleicht einem riesigen Umerziehungslager. Das Bekenntnis zu Khomeini wird hier erzwungen. Der frühere Gefängnisdirektor und heutige Staatsanwalt Lajwardi. Viele Menschen sind schon sehr verdorben. Da hilft nur noch ein gewisses Ausmaß an Züchtigung, sei es durch Gefangennahme, sei es durch Einzelhaft. Manchmal helfen auch nur Auspeitschungen und andere körperliche Strafen. Jene Brüder und Schwestern, die durch Bestrafung und Auspeitschung in die Ordnung der Islamischen Republik eingegliedert worden sind, müssen sie selber fragen, ob sie dadurch positiv beeinflusst wurden. Viele kann niemand mehr fragen. Gerade haben Oppositionelle nahe Teheran ein neues Massengrab entdeckt. 30 Zentimeter unter der Erde waren Opfer der letzten Hinrichtungswelle verscharrt. Seit Juni 1988 wurden mindestens 1000 Menschen hingerichtet. Einer davon war der 32-jährige Hamid. Im Juni 1988 schreibt aus dem Gefängnis an seine Schwester. Grüße mir, meine Lieben. Sag ihnen, dass ich jeden Augenblick, den ich noch lebe, mit den Erinnerungen an euch lebe. Ich liebe euch alle. Auf Wiedersehen. Evin, Zelle 3. Tausende teilen dieses Schicksal. Fast jede Familie ist betroffen. Khomeini, ein Massenmörder. Oft sitzen in den Folterkammern dieselben Leute, die vor 10 Jahren Khomeini bei der Machtergreifung halfen. Auch Frauen und Kinder können nicht mit der Gnade des Regimes rechnen. Vor den Folterern sind alle gleich. Aufgrund der Auspeitschungen waren meine Fußsohlen derart verstümmelt, dass man mich zweimal operieren musste, damit diese Verstümmelungen wieder heilen können. Bei einem Teil unserer Gefangenen sind wir überzeugt, dass sie tätige Reue gezeigt haben und ihre früheren Handlungen tief bedauern. Bei ihnen hat unsere Bildungsarbeit Früchte getragen. Jedoch gibt es andere, die nur taktische Reue zeigen und sich in Wirklichkeit verstellen.
Diese Familie konnte sich rechtzeitig retten. Sie flohen in die Bundesrepublik, nachdem sie im Iran Jahre im Untergrund gelebt hatten. 7 Angehörige haben sie in den letzten Jahren verloren. 7 junge Männer, hingerichtet von einem fanatischen Regime. Der jüngste Sohn war 19 Jahre alt. In der iranischen Presse wurde dieses Foto seiner Hinrichtung veröffentlicht. Das Regime wirbt damit. Selten zu sehen, aber immer noch allgegenwärtig. Revolutionsführer Ayatollah Khomeini. Pressegespräch mit dem stellvertretenden Außenminister Larijani. Ein religiöser Fundamentalist, der es versteht, Hoffnungen auf eine Liberalisierung in seinem Land zu dämpfen. Ausweichend auf die Fragen nach Menschenrechten. Geradezu zynisch seine Antwort auf die Frage nach Massenhinrichtungen in jüngster Zeit. Ich habe eine gute Zahl bei der Geburtenrate. Sie liegt bei 4%. Wir haben jedes Jahr 2 Millionen neue Menschen. Ich bin ein positiver Mensch mit viel Optimismus. Das Zentralgefängnis in Teheran, am Fuße des Elbrus. In den Berg gebaut, 6 Stockwerke mit Zellen unter der Erde. Erst vor 2 Wochen sind wieder 9 Menschen exekutiert worden, darunter 6 Mullahs. Regimekritiker werden hier schnell zu Terroristen. Um die Weltöffentlichkeit zu beschwichtigen, durfte jetzt erstmals ein UNO-Sonderbeauftragter einreisen. Doch was Recht ist, entscheiden nach wie vor die Religionsführer. Ihr sollt euch vorstellen, was im Iran geschieht. Wenn jemand im Ausland, weit weg vom Iran, etwas sagt, was dann geschieht, wenn Khomeini zum Mord aufruft. Ein Mensch wie Rushdie hat in seinem Buch, seinem Roman, nichts gegen Khomeini gesagt, sondern eventuell seine Meinung gegen Mohammed, den Propheten, geäußert. Ihr könnt euch vorstellen, was man gegen ihn unternimmt. Und jetzt stellt euch vor, was man mit den Gefangenen in den Gefängnissen macht, die in der Hand der Regierung im Iran sind. Es ist vorgekommen, dass man die Gefangenen auf den Hof des Gefängnisses geführt hat. Zu Hunderten hat man sie an Kränen und Galgen aufgehängt und hingerichtet. Die anderen Gefangenen, die auch zum Tode verurteilt waren, mussten das mit ansehen. Jeder, der nicht bereit war, Reue zu zeigen, ist hingerichtet worden. Und auch diejenigen, die Reue gezeigt haben, hätten das unter Beweis stellen sollen, indem sie bei der Exekution ihrer eigenen Kameraden dabei sind. Könnt ihr euch das vorstellen? Auf einmal schreit die ganze Welt, wenn ein Mann wie Rushdie angegriffen wird. Selbstverständlich muss man Rushdie verteidigen, denn er hat seine Meinung frei geäußert. Aber bis jetzt hat niemand etwas gegen diese menschenverachtenden Hinrichtungen oder die brutale Behandlung der Menschen im Iran gesagt. Geschweige denn protestiert gegen die Misshandlung der Häftlinge in den Gefängnissen. The lorry deposited a large number of stones and pebbles beside the waste ground. And then 2 women were led to the spot wearing white and with sacks over their heads. They were enveloped in a shower of stones and transformed into 2 red sacks. The wounded women fell to the ground and the revolutionary guard smashed their heads with a shovel to make sure that they were dead. Es ist richtig, wenn die UNO weiter die Situation der Menschenrechte im Iran genau beobachtet. Das entbindet aber wohl die politisch Verantwortlichen in der Bundesrepublik nicht davon,
die Menschenrechtsverletzungen genauso deutlich anzusprechen wie anderswo. Fotografien von Hingerichteten, in Massengräbern aufgenommen auf dem Friedhof der Verdammten in Teheran. Dort, wo das Khomeini-Regime seine Gegner verscharrt. Die Zahlen gehen nach der jüngsten UNO-Schätzung bereits in die Zehntausende. Diese Bilder wurden heimlich aufgenommen, die jüngsten Dokumente des Terrors. Begegnung mit Angehörigen der Opfer. Aufsehen erregte hierzulande der Fall des Arztes Danesh. Seine Tochter berichtet. Er hatte 2 Jahre lang eine Augenbinde, konnte nicht sehen ununterbrochen. Seine ganzen Zähne sind ihm rausgeschlagen worden und weitere Folterungen, etliche weitere. Jetzt, vorige Woche Samstag, haben wir aus Teheran erfahren, dass er hingerichtet worden ist. Mein Onkel musste seine persönlichen Sachen abholen. Das Problem ist nur, man darf den Leichnam nicht sehen und weiß auch nicht, wo die ganzen Gefangenen begraben werden. Deswegen lebt man eigentlich auch immer in Ungewissheit, weil man eigentlich keinen Beweis für diese Hinrichtungen hat. Das Evin-Gefängnis in Teheran. Hier wird gefoltert, gemordet und exekutiert. Zum Teil unter dem Mantel der Scharia, dem islamischen Recht. Nur zu oft aber auch ohne Gerichtsverhandlung, ohne die Regeln eines fairen Verfahrens, wie ein UNO-Bericht feststellt. Die Mullahs regieren Persien nach wie vor mit der Hilfe bewaffneter Revolutionsgardisten, mit dem Terror der Straße. Bundesaußenminister Genscher war in Teheran, um ein Kulturabkommen zu unterzeichnen, um die wirtschaftliche Hilfe der Bundesrepublik beim Wiederaufbau des Landes nach dem Golfkrieg anzubieten. Seine Fragen nach Menschenrechtsverletzungen blieben dabei größtenteils unbeantwortet. Deutsche Dankbarkeit für die iranische Hilfe bei der Freilassung von Rudolf Cordes oder nur wirtschaftliche Interessen vor politischer Moral? Ausländische Besucher, wie Bundesaußenminister Genscher, gaben ihr Stelldichein, wenngleich nicht ohne Gewissensbisse, weil zur gleichen Zeit eine schreckliche Exekutionswelle gegen politische Gefangene stattfand. Das islamische System hat sich etabliert. Jetzt will man sich dem Westen gegenüber öffnen. Die da niederliegende Wirtschaft braucht westliches Kapital und Know-how. Eine von vielen Agenturmeldungen. Die deutsche Wirtschaft profitiert von dieser neuen Politik mit enormen Steigerungsraten. Das sind im Wesentlichen Steigerungsraten, die dreistellig sind, das heißt also über 100 liegen. Ich habe hier eine Zahl, beispielsweise Maschinenbau, der ja schon sehr hoch ansetzt, mit 105%. Und am stärksten profitierend die Ernährungswirtschaft mit 271%, wahrscheinlich auch aufgrund der verstärkten Kontakte auf diesem Sektor zwischen der Islamischen Republik und der Bundesrepublik. Die Außenhandelsbeziehungen entwickeln sich blendend. Parallel dazu wächst im Iran die Unterdrückung jener, die sich nicht dem Diktat der Regierung Rafsanjani beugen wollen. Liberalisierung, wie sieht sie aus? Frauen, die ohne Schleier angetroffen werden oder gar geschminkt sind, werden von den Häscherinnen der Mullahs wegen ungenügender Verschleierung verhaftet. Die Mindeststrafe, die sie jetzt zu erwarten haben, 74 Peitschenhiebe. Man muss als Geschäftsmann, und das wird ja auch weitgehend gemacht, die Politik, besonders wenn es um Menschenrechte geht, in Verbindung mit Iran ja ein sehr häufig angesprochenes Thema, von den wirtschaftlichen Entscheidungen trennen. Wir wissen ja, dass Amnesty International zum Beispiel Menschenrechtsverletzungen nicht nur für Staaten, die mit Iran vergleichbar sind, feststellt, sondern auch in anderen Ländern, die eventuell in der NATO oder sogar in der EG mit der Bundesrepublik zusammenarbeiten. Auch da sehe ich die Notwendigkeit, die beiden Dinge zu trennen, ohne diese Menschenrechtsverletzungen gutheißen zu wollen. Wer das Regime, das so sehr auf wirtschaftliche Unterstützung angewiesen ist, kritisiert, muss mit schweren Strafen rechnen. Fotos gefolterter Oppositioneller. Von politischer Liberalisierung keine Spur. در میان اسامی هزاران اعدامی منتشره از طرف سازمان عفو بین الملل سیاهی بلند به هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران ایران تعلق دارد. نام‌های آشنا چون حسین اقدامی، نویسنده و شاعر،
و سعید سلطانپور، شاعر، نویسنده و کارگردان نامی تئاتر ایران که در 1360 در مراسم ازدواجش دستگیر و چندی بعد تیرباران می شود. Amnesty International über die Menschenrechtsverletzungen im Iran. Noch immer sind tausende politische Gefangene inhaftiert, täglich kommen neue Festnahmen hinzu. Folter ist nach wie vor an der Tagesordnung. Man muss eigentlich damit rechnen, dass jeder Gefangene gefoltert wird. Die Leute werden ausgepeitscht, sie werden an den Gelenken aufgehängt, es gibt Scheinhinrichtungen. Während im Iran gefoltert wird, melden die Unternehmen neue Abschlüsse. Auch deutsche Politiker reisen jetzt in den Iran, um diese Wirtschaftsbeziehungen noch auszubauen. Außenminister Genscher, Wirtschaftsminister Möllermann oder Postminister Schwarz-Schilling, alle wurden in Teheran empfangen. Es ist keineswegs so, dass die Menschenrechtsinteressen hinter den Handelsinteressen zurückstehen. Aber Herr Staatssekretär, der Iran kümmert sich doch gar nicht darum. Also Sie können doch da stundenlang sagen, also hier, ihr habt die höchste Hinrichtungsrate, es wird gefoltert, Hauptsache die Geschäfte gehen gut. Nein, das hat für uns wirklich keine Priorität. Auch unsere Abgeordneten, die jetzt kürzlich wieder im Iran waren, haben ja sehr deutlich gemacht, auch durch den Besuch eines Gefängnisses und durch Gespräche mit dortigen Insassen, dass für die Bundesregierung die Menschenrechtsfrage eine absolute Priorität hat. Wir haben nur ein ganz besonderes Problem in der Welt. Es gibt nicht viele Staaten, die rechtsstaatliche Verhältnisse haben, die unseren Maßstäben, unseren Anschauungen entsprechen. Und wir können nur immer wieder in Gesprächen darauf hinweisen und verlangen, dass diese Menschenrechtsverletzungen beseitigt werden. Sonst können wir mit niemandem mehr verhandeln und mit niemandem mehr wirtschaftlich verkehren. 1991 ist nicht nur das Jahr mit den höchsten Steigerungsraten in den Handelsabschlüssen Deutschland-Iran, sondern auch das Jahr mit den meisten Hinrichtungen. Die Zahl der Hinrichtungen ist immer noch unheimlich hoch, das heißt, sie ist sogar gestiegen. Die UN-Menschenrechtskommission hat Ende August den Iran verurteilt. In ihrer Verurteilung hat sie unter anderem beklagt, dass die Zahl der Hinrichtungen in den ersten 7 Monaten dieses Jahres dreimal höher war als im letzten Jahr in den Vergleichsmonaten. Und es heißt, dass etwa jeden Monat 100 Menschen hingerichtet werden. Sicher ist nur eins. Von der sogenannten Liberalisierung ist für die iranische Bevölkerung nichts zu spüren. Im Gegenteil.